Lieben, zuerst einmal ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute kommt, wie versprochen, ein neuer Blog. Denn ja, ich habe noch ein paar Fragen, die ich euch gerne beantworten möchte. Und dann kommen wir direkt mal zur ersten Frage. Und zwar, welche Schuhgröße ich habe. Ich habe tatsächlich eine halbe Schuhgröße, denn ich trage 38,5. Genau. Und ich habe ziemlich schmale Füße. Deswegen sind Pumps immer sehr gut zu tragen. Aber wie ihr sehen könnt, trage ich auch sehr gerne bequeme Schuhe. Die zweite Frage, die gestellt wurde, von mehreren von euch gestellt wurde, und zwar, ob ich kitzelig bin. Um ehrlich zu sein, war ich früher nie kitzelig, also es hat mich so gar nicht so gestört, aber mittlerweile ist es wirklich schlimm geworden. Also es ist dann kaum auszuhalten. Denn ja, wenn ich zum Beispiel zur Fußpflege gehe, dann ist das überhaupt nicht auszuhalten und ich muss immer kleine Pausen einlegen. Ja, genau. Ein paar von euch, die mir geschrieben haben, die mögen es total gerne, wenn ich Birkenstocks trage oder nachgemachte Birkis. Denn es gibt einige Shootings von mir, nicht allzu viele. Wie gesagt, ich habe es jetzt nochmal aufgenommen und werde in diesem Jahr auf jeden Fall, das habe ich mir ganz fest vorgenommen, auch mal ein paar mehr Shootings mit Birkenstockschuhen zu machen. Auch mit Original-Birkenstockschuhen. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Welche Nylons ich gerne trage. Also um ehrlich zu sein, habe ich schon so meine Favoriten, denn also bei Söckchen ist das auf jeden Fall nur die. Die trage ich total gerne. Die haben vorne, sind die auch so ein bisschen abgesetzt und haben so ein bisschen mehr Stoff. Vorne ein kleines bisschen Stoff und hinten auch ein kleines bisschen Stoff und ja, die trage ich gerne. Und bei Nylon-Strumpfhosen variiert das immer so ein bisschen. Also bequem finde ich total die Kunert-Nylons und vom Style her finde ich halt ziemlich cool die Calcedonia. Also da gibt es immer so viele neue Styles und ja, die gefallen mir total gut und die trage ich dann halt auch gerne. Ein paar von euch, die wollten total gerne mal meine Schuhsammlung sehen oder meine Nylon-Schublade. Ja, was soll ich euch sagen? Die könnt ihr auf jeden Fall demnächst auf meinen Kanälen finden. Da gibt es auch schon das ein oder andere Bild von. Da hat sich einiges angesammelt. Und ja, das kann ich euch da präsentieren. Für das neue Jahr habe ich mir jetzt auch noch vorgenommen, denn da waren auch viele Fragen von euch oder Nachfragen, was ich so vorhabe, was euch jetzt im neuen Jahr erwartet. Also es gibt schon ganz, ganz, ganz viele Sachen, die geplant sind. Ich habe da auch ganz viele Ideen, die werde ich euch jetzt nicht alle verraten. Seid gespannt. Aber es werden auf jeden Fall ganz tolle Sachen dabei rumkommen. Ob es jetzt ein Shooting in der Natur ist oder im Hotel.
Ganz egal. Ich freue mich drauf. Dann wurde ich auch noch gefragt, welches Shooting oder welches Fotoshooting, Videoshooting mein Liebstes ist. Da musste ich jetzt ein bisschen länger überlegen, weil ich schon so viele gemacht habe. Und um ehrlich zu sein, also bei den Videos, ganz klarer Favorit ist wirklich dann immer bei dem Weihnachtskalender, den ich dann mache. Eine Frage war, welches mein liebstes Fotoshooting oder Video gewesen ist, also was ich selber gedreht habe, was mir am besten gefallen hat oder welches mir in Erinnerung geblieben ist, was so raussticht. Und das ist definitiv für den Weihnachtskalender. Die Videodrehs mit dem Weihnachtsmann. Die sind wirklich immer einfach total lustig und auch spannend und machen total viel Spaß. Und ich freue mich immer drauf, mir immer wieder im alten Jahr was einfallen zu lassen, was ich euch präsentieren kann. Da gibt es auch noch ein Shooting, was auch noch ganz, ganz, ganz weit oben ist. Das haben wir im Hotel gedreht. Und da habe ich meinem Mann auch noch mal so einen Wunsch erfüllt. Das war einfach auch noch mal, ja, wie es letztendlich, wie er sich das früher immer hat erträumt. Das findet ihr auch auf meinen Kanälen. Das ist halt so ein Video, ja, dass er anklopft an die Tür und mich halt vorher gesehen hat, als wenn er mich jetzt nicht kennen würde. Und einfach an mein Hotelzimmer klopft und mir halt sagt, dass ich ihm gut gefalle und dass ihm auch die Nylons total gefallen. Und ja, das ist so ein ganz, ganz schönes Video, wo ich ihm da wirklich dann nochmal einen Wunsch erfüllt habe. Und ja, ich dann mächtig stolz war. Das ist auch total gut gelungen, muss ich sagen. Ja, schaut doch mal rein. Es lohnt sich. Und ein Fotoshooting, was mir auf jeden Fall total viel Spaß gemacht hat oder immer noch Spaß macht, ist, wenn wir einfach am Meer sind, am Strand und ich da einfach meine Schuhe ausziehen kann und mit meinen Füßen und meinen Nylons dann ja im Sand einfach die Seele baumeln lassen kann und daraus einfach ein paar schöne Bilder entstehen. Ja, das sind auch Shootings, die mir wirklich, ja, würde ich mal sagen, Top 3. Im nächsten Blog werde ich euch ein paar Nylons vorstellen. Und ich danke euch für eure Unterstützung und freue mich auf euer Feedback. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da. Bis dahin, bleibt gesund, alles Gute, eure Mella.